Your name is Jim Stevens. Tom Kiemer, an ex-fellow student, is missing. After your joint studies in economics at a university in Switzerland, you moved back to England. Tom stayed in Switzerland and moved with his girlfriend into a small apartment on the countryside. Tom and you stayed in contact via email. He got a well-paying job at an insurance company, and for a short time he was satisfied with his life. But then, the relationship with his girlfriend broke apart. This burdened him so much that he was not able to work to the satisfaction of his employers anymore. Tom and his girlfriend separated. For a short time, he stayed alone in the apartment. After having lost his job, he was unable to pay for the rent, and all of a sudden, he was homeless. In the last email Tom had sent you to, he had mentioned that finally things were working out again. He had found a new sense in life. He had found a new home, and he also had made new friends. After that, there was no more connection. All of your messages and calls stayed unanswered. Finally, even his mom, who lived in Germany, contacted you. He also did not answer her anymore. She urged you to fly to Switzerland and look for Tom. She also gave you his new address. You agreed to take a few days off. For some time, you moved into a furnished apartment in the same building as Tom had lived in before his disappearance. Last night, you arrived and moved in. You made yourself comfortable as possibly and could considering the short amount of time. Your flat is on the fifth floor. In the apartment, you found a message written by Tom. The message is not addressed to you. Probably it was meant to be for the previous tenant. You just have not had the time yet to really study it. There is a welcome letter in your mailbox. Default control keyboards, I don't know. The game saves at the beginning of every level. There are checkpoints during the level, but saving is done only at the beginning of the level. You're not in there schon. Press B. So. Es lädt. Bitte warten. Finde Tom Kiemer. Also, dieses Spiel. Es heißt Lie Clay und es ist vom gleichen Macher wie Bunker 16, das Spiel, was ich zuvor gespielt habe. Und für die, die es jetzt nicht ganz verstanden haben, es geht um einen alten Freund von uns. Der hat seinen Job verloren, seine Freundin. Und da wir in England leben und er in der Schweiz, hat uns seine Mutter gebeten, nach ihm zu sehen, weil er ihre Anrufe nicht beantwortet und jeden Kontakt verweigert. Und jetzt sind wir hier und sollen nach unserem alten Freund suchen. So, hier haben wir abstrakte Kunst. So, ist hier unser Freund. Kenne ich den Nachnamen überhaupt? Bin mir nicht sicher, aber ich höre irgendwas. So, Upward. Hier wird irgendwo Party gemacht. Kann man da... Yeah. Da schauen wir nachher vorbei. Upward. Hint, your apartment is on the fifth floor. Oh, müssen wir den Fahrstuhl suchen oder müssen wir die Treppe nehmen? Alles ist abgeschlossen. Was war das? Boah, die Mucke dröhnt. Wenn ich hier wohnen würde, ich hätte ihn ja schon lange irgendwie... Entweder hätte ich mitgemacht oder ich hätte ihm links und rechts irgendwas um die Ohren geschlagen. Nochmal abstrakte Kunst. So, hier ist auch abgeschlossen. Hier ist, scheint eine Art Spielraum für Kinder zu sein. Oder eine Art Picknickraum, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade allgemein nicht sicher, was für eine Art von Gebäude das hier ist. Das ist alles wie ein Kindergarten gestaltet, bisschen, aber... Die Briefkästen, die Musik, wer hupt denn da die ganze Zeit? So, hier ist die Treppe, genau. Ich werde euch den... Ja, wir können auch den Fahrstuhl nehmen, finde ich cool. Wir sind im Erdgeschoss. Ich glaube, wir nehmen den Fahrstuhl. So, fünfter Stock. Ich werde euch den Link für das Spiel in die Beschreibung reinpacken. Es ist kostenlos und dafür, dass es kostenlos ist, ist die Grafik doch ziemlich gut. Und es läuft auch verdammt flüssig. Ich glaube, es ist mit der Unity Engine erstellt. Aber Bunker 16 hat mich so überzeugt. Ich habe
das erste Mal, glaube ich, 25 Minuten aufgenommen, ohne dass es mir aufgefallen ist, weil mich das Spiel wirklich gefesselt hat. Und wir sind angekommen. Ah, fuck. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ein Hund, der kleine Waldi, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wenn es doch so wäre. Bonjour. Alter, kommt die Mucke von hier? Kommt die Mucke vom fünften Stock? Ich dachte, das war unten. Was ist das hier? Ah, eine kleine Besenkammer. Die Frage ist, wer wohnt hier? Kann ich mich bücken? Ich kann mich leider nicht bücken. So. Habe ich irgendwie ein Inventar oder sowas? Nee. So, hier haben wir nochmal abstrakte Kunst. Ahornblätter. Das ist alles, die Kunst ist immer sehr minimalistisch. Besteht immer nur aus zwei Farben. Und die sind alle sehr gleich gehalten vom Stil her. Ich weiß nicht, ob es eine Bedeutung hat. Und wir klingeln einfach mal den ganzen Stock durch. Es ist eh keine zu Hause. Wir klingeln einfach mal überall durch. Ist hier die Musik? Alter! Der hat böse Bock. Der hat richtig Bock. Ey! Zu laut! Schwein. Ich ruf die Bullen. So. Wohnt ihr hier? Jay Stevens. Ja. Na dann. Es scheint niemand zu Hause zu sein. Alter. Und es sieht auch... Können wir absperren? Ah, wir können das Licht anmachen. Das finde ich gut. So, was haben wir hier? Alte Hefte. Hier ist noch eine offene Bierflasche, ein Teller. Wir können leider nichts öffnen. Walk this way. Aber hier... Es ist hier kaum eingerichtet. Es sieht so aus, als wäre hier lange niemand mehr gewesen. Aber hier ist ein Zettel. Dear Samuel, unfortunately we were forced to slightly change the introduction procedure for new members. If you wish to join the Children of Sora, please knock twice at Daniel Berger's door on the second floor for an interview. Daily from 1 to 5 p.m. Tom. Was ist das? Okay, also es gibt irgendwie, der wollte sich irgendwo bewerben bei den Kindern of Soar. Und der musste sich jetzt bei Daniel Berger im zweiten Stock melden, indem er zweimal gegen die Tür hämmert. Ich weiß nicht genau, was es zu bedeuten hat, aber hier lädt noch was auf. Und ich weiß nicht, ob das rote Licht ein Zeichen dafür ist, dass es noch nicht voll ist, weil das würde bedeuten, vor kurzem war jemand hier. In das Bad werde ich gleich reinschauen. Ein schönes Bild. Ich höre jemanden. Hier atmet jemand. Ist es nebenan? Was haben wir hier? Ich kann es slow down to speed up. Ein paar leere Bierflaschen. Und zwei gepackte Koffer. Hatte er es eilig? Sonst ist eigentlich noch alles an seinem Platz, aber hier steht auch nicht mehr viel. Dann glaube ich, wir müssen jetzt zu Daniel Berger im zweiten Stock schauen. Ja, die Mucke. Ist hier irgendwo eine Uhr? Kann ja nicht sein. Kann ich einfach die Treppe nehmen? Ich kann auch laufen. Ich glaube, ich nehme mal die Treppe. So, 4, 3, 2. Dann, wo ist der Daniel? Das ist der Otanaka. Grüezi. Grüezi. Ich bin der Schweizerdeutsche. Okay, ich blamier mich hier noch vor den Schweizern. RK Moon. Mann, keine Ahnung. Welcome home. Da, Daniel Berger. This isn't working for me. I'm afraid the priest can help. Help me. Hallo?
Hat das was zu bedeuten? I have to search for help elsewhere. I left the key to your apartment in Daniels mailbox. Patricia. Die Patricia oder Patricia? Alter, was soll das? Spielt hier jeder verrückt? Gibt's hier keine Regeln, irgendwie was Lautstärke betrifft? Da draußen ist die Straße, es ist mitten in der Nacht. Sind wir jetzt im ersten? Dann schauen wir mal in der Mailbox. Ey, wie krass man hier die Mucke hört. Click on the small metal lids to peek into the mailboxes. Okay. Boah, wo haben wir den Daniel? War das der Daniel? Das ist der Daniel Berger. Was ist das? Diese Geräusche. Hä, ich dachte, sie hat's. Too far away. Too far away. Aber was kann ich dagegen machen? Gibt's hier irgendeine Schnur oder sonstiges? Raus kann ich auf jeden Fall nicht. Durchsuchen wir einfach mal die anderen, ob jemand irgendwelche Playboy-Heftchen bekommen hat. Daniel Berger, it's too far away, aber... Ich nehme einfach nochmal den Fahrstuhl. Vielleicht war oben im Apartment irgendwas, womit wir das rausfischen können. Oder hier. Auch wenn ich es jetzt nicht glaube. Was ist das? Das ist abgeschlossen, das haben wir vorhin schon bemerkt. Nehmen wir nochmal schnell den Fahrstuhl im fünften Stock. Sogar cool, dass er erst kommen muss. Komm jetzt mal. Diese bedrückende Stille. Ich weiß nicht, es sieht eigentlich... Habe ich das Gefühl, es soll fröhlich aussehen, aber... Der Anlass, der uns hierher führt... Der ist alles andere als schön. Boah. So, ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg und müssen wirklich im Apartment nachsehen. Boah, es ist realistisch, das Spiel, was Fahrstühle angeht und die Wartezeit. So, dann schauen wir mal schnell. Hier ist der Z... you picked up a piece of wire. Perfekt. Dann können wir direkt zurückgehen. Und direkt ins Erdgeschoss. Ins Untergeschoss wage ich mich noch nicht. Ich hoffe, da werden wir auch noch nicht hinkommen. auch nicht hinkommen. Lange Wartezeiten. Und ich frage mich, sie hat von einem Priester gesprochen. War er vielleicht so verzweifelt mit seinem Leben, dass er Hilfe gesucht hat bei einem Priester? Hatte er die Ansicht, dass er so viel Sünden begangen hat? Perfekt. Die Frage ist jetzt, wofür war der Schlüssel nochmal? Ich gehe nochmal in den zweiten Stock. Ich glaube, damit können wir dann die Tür aufschließen. Ich bin mir nicht sicher. So. Ja, perfekt. So. Alter, mach's Licht an. After kissing the holy ring of Thor, you may enter the chapel in the basement. Nachdem du den heiligen Ring von Thor geküsst hast, darfst du den Chapel im Keller betreten. Ich weiß nicht, was ein Chapel ist. Hint, the answering machine can have multiple messages. Wo? Ist... Dieter and Daniel, all the doors to our underground facilities are now hidden. Non-members can't see and open any of the doors. Level 1 members can see and open the doors to the chapel. Level 2 members can see and open the door to the Hall of Trials and so on and so forth. Dieser schöne Akzent, dieser schöne schweizerische Akzent. Thor is good. Is Thor eine Gottheit, die sie verehren? Und hier wurden irgendwelche Rituale vollzogen. Aber es wirkt alles so... Es wirkt nicht böse.
bei Satanisten oder so, wie bei Outlast, würde ich hier Blut und Pentagramme erwarten. Schwarze Kerzen. Aber das wirkt ja alles wie, ich weiß es nicht. Es wirkt noch nicht böse genug. Aber irgendwas ist hier doch faul. Ich werde mir gleich die anderen Nachrichten noch anhören. Lesen wir noch den Zettel. Path to Sore. Play the Holy Gong of Sore 5 times. Then kiss the Holy Ring of Sore. Level 1 Chapel. Level 2 Trials. 3 Library. 4 Inner Sanctum. Es gibt verschiedene Level. Und wenn wir den Gong 5 mal läuten, können wir den... Aber können wir den Ring küssen und dann dürfen wir eintreten. Aber die Frage ist jetzt, wo ist der Ring? Hier haben wir ein kleines Schlafzimmer mit 3 Betten. So. June 1st. I had no job, no girlfriend, and no place to live when the children of Sore approached me. They offered me a roof over my head and a fresh start if I'm willing to join the children of Sore. I was lost and they found me. I moved in 4 days ago and I'm feeling a lot better already. I've learned a lot about Sore and all the people here seem really friendly. There's still much more to learn. I want to move to level 4 as quickly as possible. Tom. Wir haben sogar einen Zettel von Tom, aber ich frage mich, warum er hier übernachtet hat, wenn er oben ein Apartment hat. Also er war so verzweifelt, er hatte keine Perspektive, er hatte nichts. Und sie haben ihm eben eine schöne Alternative geboten, wie es Sekten so tun. Und er hat sie wahrgenommen. Aber ich meine, wer kann es ihm übel nehmen? The Book of Sore, Part 1, Hope. Hier haben wir Deke Close. Dicker, ich weiß es, ich kann es nicht lesen, schlimme Handschrift. Daniel, I know that I owe you a lot, but I'm having doubts about some of the methods of the Children of Sore. I'll continue on my path of Sore for now, but some of the things that I have seen and heard have shaken my confidence that this is the right way for me. By the way, I heard that there is level 5, is that true? In case it is true, how can I advance to this level? Tom, June 20th. Also manche zweifeln dann doch daran und ich hoffe, unser Freund Tom hat auch irgendwie Zweifel bekommen, aber ich bin mir nicht allzu sicher. Wo ist jetzt der Ring, ist die Frage. Ich höre mir noch mal ein paar Nachrichten an. Dieter und Daniel, please make sure Tom came or feels at home. We have high hopes for him. Dieter and Daniel, it pains me to say this, but Tom has sinned. He has to confess his sins and repent. We cannot allow him to return back home to you until he has confessed his sins and returned to the path to Sore. If one of Tom's relatives Sure. or friends is looking for him, please let them know that only members of the Children of Sore can visit him. Let us pray for his soul.